Ja, moin, hier ist wieder Olli, der Bogenfreund. Im Leben eines Zwielunken begegnen einem ja immer wieder interessante Begebenheiten, diesmal ausgelöst durch den Tierarzt meines Vertrauens, der auch Zwillenschütze ist. Und wir hatten das auch schon mal letztens an anderer Stelle gesehen und probieren das hier gerade mal aus und funktioniert ganz wunderbar. Was haben wir gemacht? Wir haben diese kleinen Gummiringe hier, das sind Kastrationsringe, ich mag das gar nicht laut sagen. haben wir einfach hier über Wurfgabelenden gezogen und damit das Flachbandgummi befestigt. Das geht überwiegend oder ist empfohlen für Zwillenframes, deren Wurfgabelenden nach oben wieder im Durchmesser etwas dicker werden. Ne? Dass hier so eine Art Steg ist, der das Gummi vom Runterrutschen bewahrt. So sieht das Ganze aus. Ich mache mal hier so einen Zug. Kräftig hin und her, lass mal flitschen. Also das hält alles wunderbar. Und wie baue ich das jetzt an? Naja, du nimmst hier deinen Zwillenframe, setzt erstmal das Gummi hier rüber, ziehst das möglichst weit runter, dann schnappst du dir dein Flachbandgummi, legst es einmal doppelt, dann legen wir das hier schön eng auf, ziehen das mit den Fingern ein bisschen flach runter. Ich hoffe, man kann das so sehen. Und lassen jetzt einfach das Gummi, dieses Ringgummi, klingt netter als Kastrationsgummi, lassen wir hier so rübergleiten. Ja, es ist ein bisschen Vorführeffekt. Vorhin ist mir das noch ein bisschen besser gelungen. Aber mir geht es jetzt hier erstmal darum, dass du das Prinzip verstehst. So, und wie ihr sehen könnt, ich gebe jetzt mal richtig Zug drauf hier. Hält wunderbar. Ne? Also irgendwie eine ganz witzige Anregung. Ist vor allen Dingen super schnell, super einfach und vielleicht auch was für dich. Ja, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.